David Beckham, Fußballer, Modeikone und jetzt der Boss von Leo Messi. Doch sein Leben war herzergreifend. Wegen einem Fehler war er einst der meistgehasste Spieler in England. Hier ist seine Geschichte. David Beckham wurde 1975 in der Nähe von London geboren. Seine Familie war fußballverrückt und seine Eltern waren große Manchester United-Fans. Oft fuhren sie die 300 Kilometer, um ihr Team im Old Trafford anzufeuern. Von klein auf übte David mit seinem Vater lange Pässe im Park. Und schnell machte er in ganz England von sich reden. Seine Technik am Ball und Übersicht im jungen Alter waren überragend. Und im Jahr 1991 wurde ein Traum wahr. Für die ganze Familie. Mit 16 Jahren nahm ihn Manchester United für die Jugendmannschaft unter Vertrag. Er trainierte hart und beeindruckte Sir Alex Ferguson. Und dann, am 23. September 1992, gab er sein Debüt im League Cup. Ein paar Monate später, am 23. Januar 1993, unterzeichnete er seinen ersten Vertrag. Er war jetzt Fußballprofi bei seinem Lieblingsverein. Und ein Jahr später, am 7. Dezember 1994, da gab er sein Champions League-Debüt. Und das hätte besser nicht laufen können. Jedoch war er gerade erst 19 Jahre alt und Ferguson wusste, dass Beckham noch viel lernen müsse. Daher verlieh er seinen aufstrebenden Star für ein Jahr an Preston North End. Das Jahr tat ihm gut. Er machte 2 Tore, unter anderem ein direktes Tor bei einem Eckstoß. Und er kehrte 1995 mit noch größerem Selbstbewusstsein zurück zu Manchester. Über die nächsten Monate etablierte er sich im rechten Mittelfeld bei Man U und gewann seinen ersten Premier League Titel. Er war der kommende Shooting Star in England und das fiel auch dem Nationalcoach auf. Und am 1. September 1996 beim WM-Qualifikationsspiel gegen Moldau war es soweit. Er war jetzt englischer Nationalspieler. Doch es sollte noch besser für ihn kommen. Die 1996-97 Saison war wie ein Traum für ihn. Er war jetzt einer der ersten 11 bei seinem Lieblingsverein und beim Eröffnungsspiel gegen Wimbledon, da machte er das hier. And Beckham saw Sullivan off his line. Eines der bekanntesten Tore im englischen Fußball. Er war jetzt in aller Munde. Und auch die Ladies waren jetzt auf ihn aufmerksam geworden. Doch er hatte nur Augen für eine, Victoria Adams, eine Sängerin der Spice Girls. Und nach nur einem Jahr gaben die beiden sich das Ja-Wort. Und auch die Saison beendete er erneut als Premier League-Sieger. Alles schien perfekt zu laufen. Doch die nächste Saison sollte die schlimmste seiner Karriere werden. Man U wurde 2. hinter Arsenal und der frustrierte Beck wollte der Welt bei der WM 98 in Frankreich zeigen, was er kann. Doch Trainer Glenn Huddle ließ ihn in den ersten 2 Spielen nur auf der Bank schmoren. Beim 3. Gruppenspiel ging es gegen Kolumbien und England musste gewinnen, um sicher weiterzukommen. Beckham durfte spielen und in der 29. Minute gab es einen Freistoß. Beckham, der Freistoßspezialist, sein erstes Tor für England überhaupt. Diese gewannen 2:0 und qualifizierten sich für die nächste Runde. Dort ging es gegen Argentinien. Becks spielte wieder von Anfang, doch es sollte sein bitterstes Spiel für sein Land werden. Diego Simeone faulte und provozierte Beckham und dieser schlug Simeone mit seinem Fuß gegen die Wade. Der Schiedsrichter gab Beckham eine rote Karte. England verlor im Elfmeterschießen und Becks wurde als der Sündenbock Englands auserkoren. Die Schlagzeile des Mirrors: 10 heroische Löwen, ein dummer Junge. Der gerade erst 23-jährige Beckham war am Boden und bei Auswärtsspielen von Manchester United wurde er kontinuierlich ausgebuht. Doch Ferguson half ihm, neues Vertrauen in sich selbst zu finden und Beckham kämpfte sich mit guten Leistungen zurück. Saisonfinale der Premier League 1998-99. Manchester United und Arsenal lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den ersten Platz. Manchester United musste gewinnen, um sich den Titel zu sichern. Das letzte Spiel war gegen die Tottenham Hotspurs und Man U lag 0:1 zurück. Doch dann in der 42. Minute der Auftritt von David Beckham. Er machte den Ausgleich und ein paar Minuten später schoss Andrew Cole das 2:1 und sie gewannen erneut die Premier League. Doch es waren noch 2 wichtige Spiele zu spielen. Das FA Cup-Finale und das bis dahin wichtigste Spiel von Becks Karriere, Champions League-Finale gegen Bayern München. 90.000 feuerten die beiden Mannschaften an, doch in der 6. Minute der Schock für Man U. Basler mit einem Freistoß zum 1:0 für Bayern. United lief an, doch es fiel kein Tor. Wir sind bereits in der Nachspielzeit und jeder Fußballfan weiß, was jetzt passiert. Beckham schoss die Ecke und Sheringham machte den Ausgleich. Und nur 2 Minuten später wieder Ecke, wieder Beckham. Beckham with the corner. Oh, it's Solskjaer!
2:1. Unglaublich. Bayern gab das Spiel in den letzten Sekunden aus der Hand. Und Beckham und Manchester wurden Könige von Europa. United gewann auch den FA Cup. Das Triple war perfekt. Er wurde als UEFA-Fußballer des Jahres ausgezeichnet und wurde Zweiter bei der Vergabe des Ballon d'Or. Auch die nächsten Jahre von Manchester United waren von Erfolg geprägt. Er gewann die Premier League im Jahr 2000, 2001 und 2003. Doch es gab immer noch eine Sache, die ihm die englischen Fans übel nahmen. Das sollte sich jedoch 2001 ändern. Er war jetzt Captain der Nationalmannschaft und sie kämpften um die Qualifikation für die WM 2002. Wir sind im letzten Spiel. Es ging gegen Griechenland. England musste unentschieden spielen, um ein Playoff-Spiel zu vermeiden. Doch sie lagen 1:2 hinten. Wir sind in der Nachspielzeit und ja, sowas gibt's jetzt eigentlich nur in kitschigen Filmen. Es gab nochmals Freistoß. Beckham machte das Tor. England qualifizierte sich direkt für die WM und er wurde vom Sündenbock zum Nationalheld. 2003 dann ein neues Kapitel. Er verließ Manchester United und schloss sich Real Madrid an. Dort war er Teil der Galacticos und spielte mit Legenden wie Raúl, Zidane, Ronaldo und Roberto Carlos. Doch er musste bis 2007 warten, bis sie die spanische Meisterschaft gewannen. Und dann im Jahr 2007 das Unglaubliche. Beckham lehnte lukrative Angebote aus Europa ab und ging mit 32 Jahren zu Los Angeles Galaxy in den USA. Amerika jubelte und die MLS war plötzlich in aller Munde. Doch Beckham wurde von allen Seiten belächelt. Leute sagten ihm, dieser Wechsel wäre lächerlich und ein Fehler. Wie sich später herausstellte, war dieser Transfer eine der besten Entscheidungen seines Lebens. Am 21. Juli 2007 feierte er vor den Augen von Tom Cruise und Arnold Schwarzenegger sein Debüt. Amerika war jetzt im Beckham-Fieber. Insgesamt spielte er 5 Jahre für Galaxy. Seine erfolgreichsten waren die letzten beiden, als er 2-mal hintereinander Meister wurde. Während seiner Zeit in den USA wurde er auch 2-mal an den AC Milan ausgeliehen und spielte dort neben Größen wie Ronaldinho und Pirlo. Und 2010, ein ganz besonderer Moment für ihn. In der Champions League ging es gegen Manchester United. Zum ersten Mal würde er gegen seinen Kindheitsverein spielen und er wurde mit offenen Armen im Old Trafford empfangen. Sein letztes Spiel in den USA war am 1. Dezember 2012 im MLS Cup. Er wurde mit großem Applaus in der 89. Minute verabschiedet. LA gewann den Cup und Bex war bereit für sein neues Abenteuer. Am 13. Januar 2013 unterschrieb er für ein halbes Jahr bei Paris Saint-Germain. Er spendete sein gesamtes Gehalt für wohltätige Zwecke und gewann mit 38 Jahren die französische Meisterschaft. Und am 13. Mai 2013 war es soweit. David Beckham, die englische Legende, beendete unter Tränen seine Fußballkarriere. Doch er hatte sich lange vorher auf diesen Moment vorbereitet. Während seiner aktiven Laufbahn hatte er lukrative Werbedeals mit Adidas, Samsung und später auch H&M an Land gezogen. Und erinnert ihr euch noch, als die Leute sagten, dass ein Wechsel in die MLS ein Riesenfehler wäre? Beckham ließ sich damals in seinem Vertrag schreiben, dass er für nur 25 Millionen Dollar das Recht hätte, ein neues MLS-Team zu gründen. Das kostet heute gute 500 Millionen Dollar. 2014 verkündete er, dass er von seinem Recht Gebrauch machen würde. Mit weiteren Investoren gründete er Inter Miami, die 2020 ihr erstes Spiel absolvierten. Und 2023 dann der Hammer. Lionel Messi, der frisch gebackene Weltmeister, lehnte alle anderen Angebote ab und kam zu Beckhams Club. Und wenn ihr ein Video über das Leben von Messis Coach Pep Guardiola sehen wollt, dann abonniert uns, denn das Video kommt bald. Am 21. Juli 2023 gab Leo sein Debüt für Miami und es hätte nicht kitschiger sein können. Es stand 1:1 und es gab nochmals Freistoß. Messi! 2:1, Messi mit dem Siegtor und sein Boss war in Tränen. David Beckham, eine Fußball-Ikone, bekannt für seine legendären Freistöße und präzisen Pässe. Doch er ist viel mehr als das. Er ist seit seinen Anfängen UNICEF-Botschafter und setzt sich für gute Zwecke ein. Und er zeigte uns, dass man seiner inneren Stimme folgen muss, auch wenn alle anderen sagen, dass dies ein Fehler ist. Oh, brilliant goal! Beckham steady to get it, Old Trafford!